Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Knight 2. Machen wir mal weiter an der K-Gym Base. Naja, da will ich jetzt noch nicht. Ich geh jetzt erstmal hier unten hin und guck mal, was hier so ist. Aha. 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 Hier, da war nur ein Kraftfeld. Aha, okay, jetzt haben wir dieses Kraftfeld abgeschaltet. Fahren wir mal zunächst hier oben rauf. Geben Sie auf oder sterben Sie! Ich glaube, ich bin tatsächlich getroffen worden von diesem Idioten. Gehen wir jetzt hier hin. Aha, hier sind wir jetzt, da schalten wir mal die Türen frei. Jetzt können wir auch hier raus, das ist irrelevant. Was können wir hier machen? Ah, die Kraftfelder abschalten, okay. Jetzt haben wir da unten noch ein paar Drohnen fliegen, wie es scheint. Ist hier irgendwas Interessantes zu holen? Aus einer Versorgungskiste vielleicht noch. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2. Gut, dann machen wir die Kiste hier auf. Bagdad-Container brauche ich nicht. Mehr Interessantes gab es hier, glaube ich, auch gar nicht. Ach doch, hier. Ah! Detonationspacks, super wichtig. Brauchen wir später noch. Gut, gehen wir weiter. Machen wir jetzt da hinten. Ist hier nichts drin? Tatsache, hier ist keiner drin. So, jetzt wollen wir natürlich da noch das Schildpack freilegen. Dann aktivieren wir den ganzen Scheiß mal. Und geben ein bisschen Saft drauf. Mehr Saft. Mehr Saft. Ups, ich glaube, ich habe was kaputt gemacht. Tut mir leid. Pass auf, haha, Idiotenpack. Gut, dann gehen wir nochmal eben schnell hin und laden den Schild auf. So. Mal gucken, wie viel wir da noch rauskriegen an Saft. Also ich möchte eigentlich versuchen, K-Gym Outpost jetzt in dieser Mission hier abzuschließen. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie lang das Level noch geht. Ein bisschen was haben wir noch hier. Ah, jetzt sind wir wieder hier vorne. Was war denn das? Oh, nein, Moment, hier waren wir noch gar nicht. Hier waren wir noch gar nicht. Okay. So, wo kann ich hier lang? Da oben durch, guck mal, da kann ich rein. Dann nehmen wir die Blasterpistole, schießen die Kiste mal weg. Ach ja. Doch, ducken. Na. Hier auf, da auf. Schade, hier ist nichts Relevantes drin. Macht aber nichts. Da ist er. Wo denn? Wo seid ihr denn? Ihr Bösen. Es gibt kein Entkommen. Was machen die denn da unten? Schießen auf mich? Sind die dumm? Ich frage mich nur gerade, welche Tür ich aufgemacht habe. Aus dem Weg! Vorsicht, Bienen! Ah! Haha, ihr Idioten! Auf!
sie alle aufstellen, wie die Schießbodenfiguren. Hey, ja. Da ist auch noch einer. Gib auf. So, war's das? Ich glaube, das war's. Dann können wir hier nochmal wieder so ein Kontrollfeld aktivieren. Und wieder neue Türme rausfahren. Ist ehrlich gesagt nicht relevant. Denn ich habe so viele Bacta-Container und ich habe ja auch so viele Bacta-Container liegen lassen. Ist da jemand? Ja, hier ist jemand. Da möchte ich jetzt aber noch gar nicht rein. Fällt mir gerade so auf. Ich gehe erstmal hier oben hin. Kann ich hier irgendwas machen? Irgendwas konnte ich hier doch einschalten. Nicht? Was war das? Huch! Hallo, ihr Schießbudenfiguren. Na, wie geht's denn? Oh, böse, böse. So, das Ding kann ich jetzt theoretisch benutzen. Mal die Kisten hier weg. Okay, den kriege ich nicht kaputt geschossen. Ja. Hier kann ich, glaube ich, jetzt noch gar nichts machen. Außer Munition einsammeln und mir meine Schilde kaputt ballern lassen. Ah, nee, doch, warte mal, da ist ja ein. Na, Jungs? Wollt ihr nicht rauskommen und mit mir spielen? Ich habe eine Überraschung für euch. Nicht? Schade. Er muss umzingelt werden. So, ich will jetzt keine Blastermunition verschwenden und die kriege ich halt schneller kaputt, Jungs. Kommt da noch mehr? Sieht gut aus. Oh, Deckung. Ich erinnere mich an diese Stelle. Okay, das hier ist nämlich, also hier müssen wir uns verstecken, weil das hier die einzige Wand ist, die nicht zerstört wird. Alles andere geht kaputt. Okay. Ich hoffe, ich überlebe das jetzt. Also wir müssen hier lang. Oh. Hier dran vorbei, hier drunter durch, geduckt. Gab es hier noch irgendwo ein Schildpack zu holen oder sowas? Kurz gucken. Ach guck mal, da strömt Giftgas aus, weil ich den scheiß Apparat da kaputt gemacht habe. Clever. Gehen wir doch mal eben kurz hier rein. Ah, okay, das war falsch. Shit. Gucken, ob das richtig sitzt. Auch nicht. Okay, das ist doof. Ja, clever. Eigentlich hätte da einer für reichen müssen. Na, macht nichts. Ah, okay, wir können keine Kamaltotation mehr mitnehmen. Huch. Achso, da unten geht es in den Raum rein. Okay, dann ist mir das egal, da muss ich jetzt nicht rein. Dass wenn es da noch ein Schildpack gibt, ich gehe davon aus, dass ich da hinten noch genug Schildpacks bekommen kann. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich hier lebend rauskomme. Glück gehabt, und jetzt direkt hinter uns wird das Ding explodieren. Peng, weg ist es. Machen wir vorsichtig weiter, was ist das denn? Also angesichts dieser Schildenergie werde ich mal eben kurz zwischenspeichern. Augenblick bitte. So, weiter geht's.
Zugangskarte benötigt. Ich hab doch eine Zugangskarte. Aha, alles klar. Okay, die Zugangskarte brauche ich, richtig. Da muss ich tatsächlich in dieses Giftgas rein. Diese Terminals steuern Droiden. Genau, dann nehmen wir mal ruhig einen Bacta-Container, wenn wir gleich wieder einen kriegen hier. Und dann wollen wir jetzt mal einen Droiden steuern. Dann wollen wir mal sehen, was der kleine Kerl hier alles kann. Ach, komm. Oh, ist das schwierig, ey. Okay, was muss ich jetzt kaputt machen? Ich glaube, ich muss hier rein. Oder muss ich jetzt hier hinten irgendwo hin? Mal kurz gucken. Nein, ich muss hier durch. So, hier rein. Ja, ja, genau. Dahin. Ah, Mist, komm her hier. So, jetzt müsste die Energie abgeschaltet sein. Jetzt müssen wir irgendwie das Gas da rauskriegen aus dem Raum. Wo ich hier überhaupt richtig bin. Okay, da kann ich nicht rein. Warum nicht? Ist hier noch das Gas drin? Sieht nicht so aus, ne? Okay, dann müsste ich mir die Aufgabe mit dem kleinen Androiden schon erfüllt haben. So. Gut. Ich denke, das habe ich geschafft. So, jetzt habe ich natürlich überhaupt kein Schild mehr. Das ist extrem ärgerlich. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr zurück. Denn durch diesen verrückten Laserraum wollte ich eigentlich nicht nochmal gehen. Wer ist da? Ich muss hier extrem vorsichtig sein jetzt. Ich habe kein Schild mehr. Und irgendwie steuert sich das jetzt extrem schwammig, nachdem ich eben mit diesem scheiß Roboter so schnell gefahren bin. Aua, ich bin getroffen. Shit. Okay, was mache ich denn? Ich muss irgendwo Schildenergie herkriegen. So, okay, die habe ich schon mal erwischt. So, das ist alles kaputt. Gut, den habe ich erledigt, bevor er mich treffen konnte. Ich muss dringend irgendwo Schildenergie herbekommen. Verdammte Axt. Das finde ich jetzt gerade extrem scheiße. Ah, Schildenergie. Aber hier sind bestimmt vorher noch Gegner. Nicht? Okay. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Dann laden wir mal eben auf. So viel wie es geht. 75, okay. Dann habe ich das Gefühl, dass der nicht rennt, ne? Ich guck mal kurz nach, ob Rennen eingeschaltet ist. Immer rennen? Ja. Okay. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Jen, ich habe einen Ausgang gefunden. Gut, schnapp dir ein paar von diesen Kristallen und dann nichts wie raus hier. Dieser Ort hier ist mir nicht geheuer. Lord Desan, darf ich Ihnen Admiral Fayar vorstellen? Ah, Admiral Fayar. Wie laufen unsere Experimente? Im Moment laufen sie überhaupt nicht. Die Forschungseinrichtung auf K'jim ist von ein paar Söldnern der Neuen Republik neutralisiert worden. Sie haben auch einige der Kristalle entwendet.
Söldner? Wer? Ihrem Schiff und der Unterhaltung zufolge, die unsere Kameras aufzeichnen konnten, glaube ich, dass es sich um die Pilotin Jen Ors und ihren Söldnerpartner Kyle Katarn gehandelt hat. Katarn, ja? Dieser Rückschlag könnte sich als Antwort auf all unsere Probleme erweisen. Es tut mir leid, dass es uns nicht möglich war, mehr von dieser Übertragung zu dekodieren. Gut. Das Tal der Jedi habe ich endlich abgehakt. Der Rest der Galaxis sollte es auch tun. Was haben die Hinterbliebenen wohl in diesem Labor getan? Unsere Wissenschaftler nehmen an, dass sie versucht haben, die Macht in lebende Objekte zu übertragen. Die Kristalle, die sie da in der Hand halten, ähneln denen in einem Lichtschwert der Jedi-Ritter. Verdammt! Ist das denn nicht unmöglich? Man kann doch Leuten die Macht nicht mit einer Maschine geben, oder? Alles, was wir über die Macht wissen, sagt uns eigentlich, dass derlei nichts weiter ist als die fiebrigen Träume von Narren und Verrückten, Jen. Aber sagen Sie das den armen Geschöpfen, die Sie in diesem Labor gefunden haben. Wer waren Sie? Kolonisten von Artus Prime, einer entlegenen Minenwelt fast außerhalb des Einflussbereiches der Neuen Republik. Lassen Sie mich raten. Kristallminen. Ja. Kurz bevor wir die Übertragung von Kijim empfangen haben, hatten wir den Kontakt zu ihnen verloren. Jetzt fürchten wir, dass die Kolonie von den Hinterbliebenen eingenommen worden ist. Oder noch schlimmer. Genau. Ohne das volle Ausmaß der Pläne der Hinterbliebenen und die Notlage der Kolonisten zu kennen, zögert die Neue Republik, eine vollständige Befreiungsstreitmacht zu entsenden. Also sollen wir reinschleichen, die Situation einschätzen und wenn nötig die Flotte rufen. Ja. Sie wissen, dass ich mit diesem ganzen Machtzeug nichts mehr zu tun haben will. Wir verdoppeln Ihr gewöhnliches Honorar. Wir machen's. In Ordnung, ich bin dabei. Dieser Meteoritensturm gibt uns vollständige Deckung. Alles verschleiert. Sie werden uns auf keinen Fall sehen. Gut, die Kolonie sollte jetzt direkt vor uns liegen. Ich sehe mir das Ganze aus der Luft an und du gehst in die Mine. Meld dich, wenn du herausfindest, was passiert. Alles klar. So, nächster Missionsabschnitt auf dem neuen Planeten. Minenrichtung infiltrieren und Störung der Minenoperation. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's Play Star Wars Jedi Knight 2. Bis dann.